morgen essen. Hallo, wir sind jetzt aufgestanden, haben morgen gegessen, wir haben den Morgen gegessen. Okay. Dann fahren wir nach Piccadilly Circus und gehen in den M&M-Laden. Dann hoffen wir, dass es nicht allzu spät ist. Dann fahren wir nach Stratford, wie das heißt. Stratford. Dann gehen wir da in den riesigen Mall, gehen da rutschen. Und dann haben wir die London Bridge Tour, also ich hoffe, die verpassen wir nicht. Let's go! Oh, wir sind jetzt angekommen im M&M-Laden. Junge, das Teil ist riesig. Oben bestartet, da geht's noch weiter. Erste Etage unten. Wenn ich hier zuerst fertig habe, wollen wir noch kurz nach unten gehen, damit ich nach oben komme. Ich bin überfordert. Hier hat's noch Merchandise, ist sonst was. Hallo. Guck, geh mal da rein. Dieser Laden ist einfach krass. Hier hat's noch mehr so Kekse. Ist das genau gleiche wie ganz oben? Ich kann die so rauslassen. Also hier ist die M&M's. Meine Mutter möchte pinke M&M's. Pinke M&M's. Welche nehme ich jetzt? Ich habe eher die hier. Und den? Die Tüte oder was auch immer, wenn man das sagt. Ich gehe hier wahrscheinlich ziemlich dick raus. Dann schmeiß rein das Ding. Wenn du das runterziehst, dann kommt hier M&M raus. Den hier hat er sich schon hier schon reingelegt. Das könnte ich meiner Mutter bringen. Das ist der Spruch. Not bossy, just the boss. Hast du gefunden, was du brauchst? Nee. Ich habe mir gut eingekauft. Direkt. Wie teuer war das hier jetzt für zwei Personen? 135 Franken. Es ist genug, ja. Aber es gibt keine Socken, die in den Minus kommt. Oh, wir können jetzt gerade nachschauen. Wir gehen mit dem noch gar nicht. Wir müssen zuerst wieder zurück nach Green Park. Dann gehen wir nach Stratford ist alles das Gleiche. Dann gehen wir entweder zuerst rutschen, dann die Shopping Mall. Oder zuerst in die Shopping Mall, dann rutschen. Dann zurück zu London Bridge und dann haben die London Bridge Tour. We're going on a trip. Wir sind jetzt in Stratford, wenn ich jetzt weiß. Ja, gehen wir rutschen, flutschen. Rutschen, flutschen, aber sowas von. Sieht recht. Recht schön aus. So, wir sind jetzt hier. Da vorne ist die ABBA Arena. Da ist der Turm, auf den wir gehen. Hier ist der Cedric. Und da gibt es einen Lift. Das freut mich sehr. Das ist der Turm. Das ist ein bisschen höher als gedacht. Also solange nicht wackelt, ist gut bei mir, aber vielleicht ist es ja zu teuer, dann müssen wir den nicht nehmen. Also hier ist dieser Arch-Turm und leider hat er doch geschlossen. Wir haben irgendwie Testläufe und ja, ich weiß nicht was. Das ist so blöd. Ein bisschen blöd. Ja. Aber was wir machen, da gehen wir halt schön Mittagessen in irgendeinem Mall. Ungefähr 20 nach 2 sollten wir ungefähr wieder in den Zug. Und jetzt wird erst noch Fish and Chips gegessen, hoffentlich. Wir sind hier. Das sieht recht richtig aus. Wenn ich an die größte Mall von Europa denke, denke ich an das. Also es ist anscheinend die größte Mall von Europa. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber hier ist alles riesig. Hier, Westfield. Sieht so aus, als gäbe es hier geiles Zeug. Es ist recht big hier. Also es ist eher nicht so riesig, sondern so lang gezogen halt. Sieht aber gar nicht so schlecht aus. Oh Mann, gestern. Ich habe mir jetzt mal geschaut, es hat hier sau viele Restaurants gesehen. Aber wir gehen nochmal hier. Jetzt gibt's was anderes. Wir sind jetzt im Restaurant. Alter, das ist eine rechte Pizza. Aber ja, es sind 900 extra Kalorien. Fantastisch. Und es ist diese Art zu filmen wieder. Wir sind raus, wir haben Getränke. Aber Cedric geht's gut. Das ist super. Das ist immer super. Aber jetzt gehen wir zum Bahnhof. Da sind wir ungefähr so am, sagen wir, 2:30 oder so. 2:45 sind wir dann bei der London Bridge. Wir können da in der Gegend noch ein bisschen schauen. Dann geht's wieder zurück, weil dann kommt der Abendverkehr. Und das soll richtig schlimm sein, also den meiden wir. Wir sind jetzt auf dem Weg zur London Bridge. Hier ist Jamie. Hallo. Hey. Genau. Wir sind angekommen. Und zwar die London Bridge soll sein hier. Wahrscheinlich wurde sie abgerissen. Ich sehe keine London Bridge. Okay, Situation. Wir wollten zur Tower Bridge, haben aber nach London Bridge gesucht. Stellt sich heraus, es gibt eine London Bridge. Das ist aber nicht die Brücke, die so klapp-klapp macht, sondern... Es ist die Tower Bridge, die klapp-klapp macht. Jetzt laufen wir einfach mal so kurz einen Kilometer weiter rechts zur London Tower Bridge Club. Sandwich Club. Da drüben ist die Tower Bridge. Wow. Hier ist der Cedric. Und was haben wir jetzt für Zeit? 2:30. In einer halben Stunde oder so sollten wir entweder auf der Seite oder auf der Seite unser Eingang sein, die Tour. Also laufen wir mal dahin, bestenfalls. Wir müssen entweder zum Starten der Tour oder zum Beenden der Tour müssen wir einmal über die Brücke latschen. Also egal wie, wir müssen einmal rüber. Ich habe meine Hand auf dem Video gehabt. Wie geht's jetzt? Rundherum, oben. Es ist cool. Es ist dein Job, da unten zu stehen oder zu sitzen. Einfach da zu sein. Der eine, der gesessen ist, den Job würde ich auch machen. Lobster und Mr. Krabs. Oh, jetzt. Das war mit Dampf betrieben.
So ähnliche Teile hatte es in der Titanic, die sieht man heute noch von oben. Haben wir denn hier? Wir sind fertig mit der Tower Bridge. Wir gehen jetzt London Bridge Station von der U-Bahn, fahren zurück. Wir müssen ein bisschen pressieren, weil es ist schon bald spät und es ist unter der Woche. Das heißt, die Rush Hour nennt man das. Dann kommen sau viele Leute und man kommt nicht mehr raus und rein. Jamie? Ja? Wir sind wieder auf dem Nachhauseweg. Yippie. Wir gehen jetzt ins KFC, oder? Und jetzt gehen wir wieder essen. Yay. One hour later. Wir sind schon wieder hier. Es ist nicht viel passiert. Wir haben Abend gegessen. Also es war easy so, naja. Wir haben geil war es nicht. Und jetzt auf dem Rückweg haben wir uns Ben & Jerry's rausgeholt. Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch mein Haar. Hier ist Zeugs drin, hier ist Zeugs. Prime. Wir haben einen Ben und Jeremy. Was muss ich machen? Nein, erst einfach. Aha, sag etwas. Okay, es wird mir langsam zu viel. Ich esse jetzt lieber meins. Vierter Tag. Ach nö, du filmst. Oh mein Gott. Hallo. 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 Heute gehen wir zuerst frühstücken und dann hört ihr den weiteren Plan. Später. Also eigentlich haben wir gedacht, also wir wollen jetzt Madame Tussauds. Ich dachte, Madame Tussauds haben wir am Donnerstag gebucht. Habe ich gestern Abend gesehen, wir haben es am Mittwoch gebucht. Jetzt gehen wir ins Madame Tussauds. Film ab. Das war eine kleine Warteschlange. Die kleine. Ja, gut, ne? Nur ein bisschen. Von Mali? Hier unten ist jetzt der Gift-Shop. Wir gehen kaufen mir Gift. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Jetzt gibt es ein Status-Update. Wir fahren jetzt mit der Central Line. Danke, dass du mich da so gut filmst. Wir sind hier jetzt in Pavel und hier soll es einen Tesco Superstore geben. So muss das. Wir haben jetzt vorhin im Tesco Superstore einen Dr. Pepper geholt. Ich hatte noch nie Dr. Pepper. Ich auch noch nie. Ah ja, gut. Ist es trinkbar? Es ist trinkbar. Von 1 bis 10 ist es eine 6. Das freut mich doch. Was ist mit dem Mobilfon? Wir gehen jetzt Abendessen. Um 7, das ist eigentlich sehr spät für London. So, und wir sind jetzt in dem Sushi-Restaurant. Das kostet ungefähr der halbe Preis für das, was du in der Schweiz zahlen würdest. Memo. Einen guten. Danke. Sehr gut. Wir sind im Hotelzimmer und Cedric, was steht bevor? Was bevorsteht? Wir probieren das. Jetzt probieren wir das, oder wie? Nein, wir schmeißen es in den Abfall. Okay. Einen guten. Es ist Zwiebel und Chicken. Wir essen jetzt noch interessant weiter und hören uns morgen wieder. Bis morgen. Was ist mit dem Mobilfon?